wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Ja, hallo nochmal. Wie gesagt, bin ich im Harz unterwegs. Ich habe ein paar Tage Urlaub und möchte mal wieder ein paar Stempelstellen abgehen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dabei sein. So, als erstes will ich jetzt mal die Stempelstelle Schnarcherklippen anlaufen. Die Schnarcherklippen heißen so, weil wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung auf die Klippen trifft, erzeugen sie ein schnarchendes Geräusch. Also der Weg dahin ist zum einen relativ steil. Und zum anderen klettert man in einer Tour über Felsen. So, ich habe zwar gedacht, ich wäre schon da, aber das hier sind die Mauseklippen. Fragt mich nicht, warum die so heißen. So, Stempelstelle Schnarcherklippen. Der Stempelkasten ist hier in der Schutzhütte. Und zu den Klippen kommen wir gleich. So, das war mein 16. Stempel. Das heißt, ich kann mir jetzt heute Nachmittag die silberne Nadel abholen. So, ich stehe jetzt zwischen den beiden Felsen . Das sind dann jetzt die Schnarcherklippen . Schon beeindruckende Gebilde . So die Schnarcherklippen, die lassen wir jetzt hinter uns. Die nächste Station wird dann die Aussichtskanzel am Barenberg sein. Dann schauen wir mal, was sie für eine Aussicht bietet. So, jetzt bin ich auf so einem großen Forstweg, auf so einem Waldhighway unterwegs. Und da sehe ich im Vorbeigehen, dass hier einfach so aus dem Boden heraus eine kleine Quelle entspringt.
So, die Aussichtskanzel liegt hinter uns. Ich habe da nicht viel gesprochen da oben, weil es war windig. Da bin ich dann eh auf dem Kameraton nicht zu verstehen. So, und dann geht es jetzt weiter zum nächsten Punkt. Das ist die Stempelstelle 21 Helenenruh. Dazu muss ich jetzt wieder ins Elendstal hinunter. Und dann auf der anderen Seite das Elendstal wieder hoch. Und wenn ihr Lust habt, kommt noch weiter mit. Ja, bin mal ein bisschen querfeld eingegangen, hab hier so eine Klippe gefunden, ein schönes Plätzchen für eine Pause. Das, was da so rauscht, ist die kleine Bode, ist also kein Straßenverkehr. Zeige ich euch mal, wo ich hier bin. So, Stempelstelle 21, Helenenruh. Der Stempelkasten ist auch hier wieder in der Schutzhütte. Und im Hintergrund hört man wieder die Harzer Brockenbahn. Und die Aussicht gucken wir uns gleich mal an. Ja, und hier geht es auch ganz schön wieder den Berg runter. So, ist mal wieder Zeit für ein bisschen Pause. Wieder in Schierke zurück. Das Wetter wird jetzt schlechter. Ich habe, glaube ich, genau das richtige Timing. Es kommt auch Wind auf. Wolken ziehen auf. Wetterbericht sagt auch, gleich soll es regnen. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde mir gleich noch die silberne Nadel holen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.